Herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy und was ein geiler Soundtrack, oder? Ich habe keine Ahnung, wundervoll. Herzlich willkommen zurück, wir haben uns in unsere Abenteuerkluft geschmissen, oder? Sieht schon ziemlich abenteuerlich aus und wollen ein paar Hausaufgaben erledigen, nämlich die Venemosa Tentacula testen und die Alraune testen. Und beides waren, wenn ich mich richtig erinnere, ja, beziehungsweise beides sind Kräuterkundeaufgaben, ist klar, aber vor allen Dingen die Alraune müssen wir uns vorher noch in Hogsmeade besorgen. Großartig. Jo. Camera arm, da sind wir. Ich habe mich mal wieder hingestellt. Denkt dran, stehen ist sehr gesund. Kann ich euch nur empfehlen. Karl von Hogsmeade, Weltkarte. Wie schaut's denn hier aus? Sollen wir einfach, weil wir es können, einen Abstecher über die Prüfungen hier machen, die drei, und dann nach Hogsmeade? Also sprich, jetzt einfach mit dem Besen ein bisschen fliegen. Ja, oder? Das ist so geil. Gut. Pass auf, wo du hinfliegst. Das ist so irre, oder? Oh, und eine Sache, die ich ansprechen muss. Parallel verfolge ich auch das Gameplay von Ravenclaw. Also ich verfolge es nicht aktiv, sondern es wird mir erzählt, sagen wir mal so. Und es gibt tatsächlich für die verschiedenen Häuser andere Questreihen. Und zwar hat man wohl mit Ravenclaw gar nicht den fast kopflosen Nick getroffen, sondern Ollivander besucht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da mit dem guten Internet möglicherweise nochmal das Spiel spiele, im Stream zum Beispiel, steigt damit natürlich. Wow. Ja, die Besensteuerung ist ein bisschen friemelig. Eieiei. Voll das coole Outfit. Ja, so richtig duellfähig. Flipendo. Nee. Depulso, Entschuldigung, nicht Flipendo. Depulso natürlich. Sieht gut aus. Oh no. Nee. Damit wäre das erledigt. Nice. Ja, man muss halt den richtigen Zauber können, ne? Dann ist das gar nicht so schwierig. Ohne den richtigen Zauber hingegen schon. Kamera ist wieder ein bisschen schief, oder? Ich habe auch sowieso, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, oder? Ich überlege aktuell noch eine zweite Perspektive einzubauen. Muss ich mir mal überlegen, so ein bisschen mehr seitlich sowas in der Richtung. Weiß ich noch nicht. Outfit ist richtig cool. Oder? Ach, es ist fantastisch. Okay. So, da hatten wir hier noch ein paar. Das ist jetzt eigentlich nur die, die wir damals nicht machen konnten, weil wir die Zauber noch nicht konnten. Kann sein, dass wir auch einige immer noch nicht machen können. Aber mit dem Besen ist das ja ruckzuck, dass wir wieder da sind.
Spätestens, wenn wir Tierwesen fangen können. Wir haben ja schon die ein oder anderen gesehen. Müssen wir eh nochmal die ganze Gegend erkunden. Hauben hüpfender Giftpilze. Macht sie aber wahrscheinlich nicht weniger giftig, oder? So, hier gucke mal da unten. Sollen wir da mal die Venemosa Tentacula testen? Denn die haben wir doch vorrätig, oder? Venemosa Tentacula. Ich wollte ausweichen. Eieieiei. Ja, die sind schon übel, ne? Wow. Okay, das war die Venemosa Tentacula. Kennen wir ja schon. Die hilft uns im Kampf und vergiftet so ein bisschen die Gegner. Spannender wird's, finde ich, bei der Alraune, die wir noch gar nicht eingesetzt haben. Aber die würde ich mir ganz gerne dann auch selber anpflanzen im Raum der Wünsche, wenn das geht. Lumos. Aber hier. Fehlt aber jetzt auch irgendwie ein Angriffszauber, oder? Ja, doch, ich hätte ja. Oder? Ich hätte ja die Pulse benutzen können, theoretisch. Campringo. Lumos. Weiß ich ja nicht. Hier haben wir nochmal ein paar Gegner. Was schauen wir hier? Ein paar Wölfchen vielleicht, ne? Ja, hab ich mir noch was gedacht. Aua. Ja, da ist der andere Feuerzauber doch wesentlich besser, ne? Vom Schaden her, muss man schon sagen. Probieren wir die Finn-Nummer aus. Sehr stark. Ja. Wir brauchen halt eigentlich das vierte Zauberdeck, ne? Depulso als Schadenszauber? Weiß ich nicht.
Jetzt wird es ein bisschen erkunden, ein bisschen ausprobieren und nebenbei noch ein paar Merlin-Rätsel lösen. Oh, können wir das hier überhaupt schon lösen? Ja, ist doch nur zerstören, ne? Genug Blätter müssten wir ja haben. Oh, welch angenehme Überraschung. So ist es. Ich mag, dass unser Charakter so motiviert ist. Das tut richtig gut. Wenn man so God of War spielt, wo immer so Kratos so ein bisschen, weiß ich nicht, tut das ganz gut mal wie nebenbei. So. Ich meine, das ist nur sowas mit zerstören. Das geht ganz einfach. Dudu. Naja. Das waren jetzt die offensichtlichen. Jetzt noch die etwas versteckteren. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Und das heißt neue Ausrüstungslots. Ja, muss man halt verstehen, ne, wie das funktioniert. Dann ist das ja wirklich gar kein Problem. Wirklich gar kein. Schließe Prüfungen Merlins ab. Yay! Herausforderung, genau. Erkundung. Mehr Platz für Ausrüstung. So, einen Kampf haben wir doch jetzt hier. Haben wir ja auch noch gar nicht, ne? Diese Verbesserungsmöglichkeit haben wir auch noch gar nicht freigeschaltet. Cool. Vier neue Inventarsplätze. Ja. Wenn man weiß, wie, dann ist es wieder einfach. Schon klar. Aber ist cool, oder? So das Outfit so für Abenteuer, wenn man draußen unterwegs ist. Ich finde, das passt ganz gut. Ich habe mich auch versucht, ein bisschen ähnlich zu kleiden. Irgendwas Dunkleres diesmal. Ja. Am liebsten hätte ich ja wirklich so ganz passende Kostüme. Das können wir auf jeden Fall dann in den anderen Harry Potter Teilen, vor allen Dingen auch in den alten Spielen, eher machen. Ich habe hier wirklich diesen Pulli. Das können wir gerne machen. So, aber jetzt mal rein Interesse halber. Wir haben jetzt schon so ein paar analytische Erkenntnisse gerade im Kampf gewonnen. Wir machen hier am besten nicht Confringo hin, sondern hier machen wir am besten Incendio hin. Da ich hier häufig heranziehe. Ja, weiß ich nicht. Und hier machen wir mal Confringo hin. No, jetzt habe ich... Und ich hätte eigentlich noch ganz gerne noch ein Set, nur für den Raum der Wünsche. Die ganzen im Kampf eher unnötigen Zauber. Ihr wisst schon. Joa. Ich hoffe, es passt, dass wir nochmal so ein bisschen rumlaufen und erkunden. Mir macht sehr viel Spaß. Lumos. Lumos. Jo, hier war auch noch irgendwo ein Merlin-Rätsel und ich sehe schon Gegner. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ja. Und, was war das?
Gefühl, ich bin nicht allein. Nur verteidigen. Das unsere Sorry, ich war ein bisschen verwirrt. Bin aus Versehen auf den Besen gestiegen, aber ansonsten easy. Hier waren wir auch schon mal. Boah. Zu spät, um deine Fehler einzusehen. Wir werden richtig badass langsam, ich merke das. Wow. Hier oben ist irgendwas passiert. Ja, da. Mehrere Stellen, okay. Da aber nicht. Boah, wir sind doch richtig starker Zauberer, ne? Noch ein paar Pilze, die brauchen wir sicherlich. Ja. Also hier müssen auch irgendwie Kugeln hin. Die da zum Beispiel. Und dann bestimmt hier auch irgendwo, oder? Außerhalb glaube ich jetzt eher weniger. Mega Power Trunk. Ist leicht hinfallen. Ja. Revelio. Oh, da oben drauf ist aber noch eine Kiste. Die hätte ich doch gern. Ja, ein bisschen hochgeglitscht, ist egal. Da ist eine Kutsche. Ach man. Okay, aber wo ist das letzte Steinrätsel, Kugelrätsel, ihr wisst schon. Ich höre nur die Schmiedewerkzeuge hier überall, aber ich sehe nicht, wo genau. Hier. Mhm. Ist die Frage, wo die Kügelchen sind, ne? Also hier ist die Plattform, hier. Ach hier. Ja. Incendio. Ach hier. Easy. Glaube ich auch. Sehr schön. Yay.
So. Hier auch direkt? Ja, ne? Können wir schon hinfliegen. Und dann fliegen wir so nach Hogsmeade hoch. Sorry! Hier waren wir auch schon unterwegs. Hier haben wir unser erstes größeres Wildererlager besiegt. Ist da noch? Feldcroft. Okay, die sind auch wieder alle da. Das ist ja. Ich weiß nicht, wie mein Vater von diesen Zeiten. Ich will nicht mit Unsinn arbeiten, nie und nimmer. Ja, könnten wir eigentlich auch nochmal machen, den Kampf. Einfach nur, weil wir es können, ne? Es. Okay, was muss ich damit machen? Confringo. Confringo. Und das meine ich, ne? Man muss halt den richtigen Zauber einfach nur haben. Confringo. Gar nicht so knifflig, Merlin. Geil. Läuft doch. Sollen wir die nochmal machen, die Gegner mal eben? Ja, oder? Wir werden noch mehr als genug davon besiegen, da bin ich mir sicher. Aber jetzt so ein bisschen um Kämpfen zu üben, schadet gar nicht, glaube ich. Oh, wer? Wo? Ich glaube nicht. So, das Lager haben wir schon mal hergeräumt. Ihr erinnert euch vielleicht? Krass. Ich glaube, wir sind inzwischen recht gut, ne? Ja, wir sind, glaube ich, dass das niemand gesehen hat. Ganz gut inzwischen mit dem Stab. Mega Power Trunk. Okay. Legere Uniform für Vertrauensschüler. Sehr schön. Ja. Machen wir mal da weiter, wo wir weitermachen wollten. Ne? War jetzt nur so ein kleiner Sidekick. Aber ganz kurz, hatten wir die denn schon mal, die Kleidung? Ach, guck mal hier. Oh. Das ist auch süß, oder? Wir bleiben mal bei der Rüstung jetzt. Ich bin gespannt, wann wir da diese Verbesserungsmöglichkeiten freischalten. Ach, guck mal hier. Ist das ein Mega-Power-Trank? Dafür steige ich gerne ab. Ja.
Ist das geil. Ah ja, ja, so das, was ich mir immer so früher gewünscht hätte, ne? So Harry Potter und der Gefangene von Azkaban damals auf dem Computer. Das wäre ein Traum gewesen, wenn man da an dem wunderschönen Hogwarts hätte frei rumfliegen können. Aber natürlich für damalige Verhältnisse. Wobei man ja bei den ganz alten hier Stein der Weisen... Nee, kann man Schreckens, oder? Die Xbox-Fassung, da konnte man doch sogar frei rumfliegen. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Anders als in der PC-Fassung. Das war, glaube ich, aber auch seiner Zeit voraus, das Xbox-Spiel. Also die Xbox-Version von Die Kammer des Schreckens war, glaube ich, wirklich oder ist zu seiner Zeit voraus gewesen. Ich glaube, das ist, braucht man gar nicht in Frage stellen. Wahnsinn, was sie da hinbekommen haben. Ja, ich sehe schon. Feuerschüsseln. Eins. Zwei. Drei. Confringo! Damit wäre das erledigt. Ja. Man muss den Zauber haben und wissen, wie es funktioniert. Sehr schön. Merlin, wenn ich bitten darf. Ich will jetzt auch keines überfliegen. Können wir gar nicht. Einfach geradeaus. Immer der Nase nach. Hier sind wir auch schon zu Fuß lang gelaufen, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Als wir für Pippin die Tränke ausgeliefert haben. Ah, guck mal, hier ist wieder Incendio. Confringo. Ach Quatsch, Confringo meine ich. Oder? Ach so, erst noch. Okay. Keine Ahnung, warum es einen Wirbel um das Wildern gibt. Es gibt genug Tierwesen für alle. Weil Wildern schlecht ist. Man wildert nicht. Wildern heißt zielloses, unkontrolliertes Jagen von Wildtieren, das ist schlecht. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Nö, 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 die sind jetzt auch tatsächlich alle gut machbar. Merlin, es ist mir eine Ehre. Ich bin gespannt, ob wir den dann auch am Ende vielleicht als Belohnung treffen oder so. Vielleicht ein Bild von dem finden, das fände ich cool. Genau, hier waren die Spinnen. Ich erinnere mich. Und boah, noch drei Merlin-Herausforderungen, okay. Hallo, Eule. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, gut, dass wir das Kraut inzwischen anbauen können, ne? Da oben. Bei den Drachen. Du bist geplagt. Vielleicht habt ihr euch mit der falschen angelegt, aber. Wie kommt man denn da hoch?
an ihm persönlich stolz. Glaube ich auch. Komm, wir schlagen uns gut, oder? Halbe Stunde und die Merlin-Prüfungen werden hier nur so abgehakt. So nämlich. Ja, wäre für meinen zweiten Durchlauf, wenn wir dann Slytherin spielen oder so. Würde ich mich. Man sieht wirklich den letzten Zauber, ne? Jetzt ist der Stab rot. Vorführeffekt. Der leuchtet manchmal so, der Stab. Ja. Würde ich das hier als Lehre mitnehmen, dass man erst die Zauber lernt und dann am besten auf Erkundungstour geht. Wow. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ich habe euch auch lieb, liebe Gegner. So, was haben wir hier zu tun? Mondstein, ja. Ihr Unholde. Ihr Unholde. Können wir das denn schon machen? Folge den Schmetterlingen. Folge den... Hat das was damit zu tun? Folge den Schmetterlingen? Vielleicht? Aber ich glaube, die hier können wir noch nicht lösen, ne? Oder? Ich probiere einfach mal alles durch. Vielleicht, Nee, dann können wir die echt noch nicht lösen. Okay, also gibt es immer noch eine Variante, die wir nicht lösen können. Wildtiere können wir übrigens auch noch nicht befreien. Ich wollte es nur gesagt haben. Da noch eine und dann da noch eine. Und dann da noch eine. Dann aber Hogsmeade. Mein Gott. Welch angenehme Überraschung. Ich mag, dass es hier so positiv drauf ist. Eieiei. Aha. Ah ja. Die Kügelchen. Revelio. Mhm. Da waren Kugeln. Oh. Eins von drei. Sehr schön. Da ist es ein Schmetterlingssymbol. Da hinten. Da sind bestimmt welche drin. Sehe ich doch direkt. Oder sind Florfliegen. Revelio. Oh, wo sind wir jetzt gelandet? Neue Nebenaufgabe. Ach, der Ort, an dem wir vorbeigelaufen sind. Oh mein Gott. Aronshire. Weil wir hier unten lang gegangen sind, haben wir den ganzen Ort ja verpasst. Ich erinnere mich. Gehen wir jetzt hin. Keine Sorge. Gehen wir jetzt hin. Die Frage ist nur, wo wir hier die
Kugeln finden. Die Erfahrung zeigt ja eigentlich nicht so weit weg. Zum Beispiel hier. Und dann müsste theoretisch ja hier noch irgendwo so eine Plattform sein, oder? Genau. Und da sind auch schon die Kugeln. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Vor allen Dingen, dass wir jetzt die ganzen Sachen lösen können, die wir vorher nicht lösen konnten. So. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne noch einmal zurückgehen zu dem Schmetterlingssymbol. Wir gehen ja dann Richtung Norden weiter, wenn wir in Ironshire waren, nach Hogsmeade. Und die Flugaufgabe können wir am besten auch... Oh, ist das geil. Das können wir uns alles angucken hier. Voll die schöne Ecke hier. Hallo Drache. Hier ist eine Höhle. Ein Dungeon. Brauchst dich gar nicht zu versuchen zu verstecken hier. Mhm. Rauf, rauf, rauf. Ihr wisst, was Smeargol jetzt sagen würde. Verschlossen. Aber... Ich hoffe, ich merke mir sowas. Ist das auf der Karte markiert? Schatzgewölbe. Also ich müsste es eigentlich wiederfinden. So, die Schmetterlinge. Jetzt mal ganz kurz. Da sind sie. Die muss ich jetzt folgen, ne? Ich bin da. Ich bin da. Sammlung aktualisiert, Bäume. Mhm. Sehr schön. Okay, dann machen wir noch schnell die Flugherausforderung. Ja, ich halt immer Kreis nicht lang genug gedrückt. Und mit den Ballons hier. Und dann ab nach Ironshire, oder wie das heißt. Ja, also es sieht so aus, als würden diese Schmetterlinge einem eine Spur legen, aber ich glaube, dass wir den Zauber noch nicht haben, um diese Dinger zu erleuchten. Es könnte halt einfach Lumos sein, ne? Aber... Maybe Lumos?
Lumos. Nee. Reparo. Ich glaube, da fehlt uns der Zauber. So, und jetzt haben wir hier aber Arryshire. Arryshire? Arryn? Sogar mit der Nebenaufgabe. Arryshire. Ort entdeckt, Flohflammen. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem mit den verschlossenen Türen, was auch noch sehr ärgerlich ist. Alter, Vogelscheuche. Revelio. Ach so. Was ein Zauberstabgriff, ne? Revelio. Da kommen wir nicht dran. Oh, guck mal. Die zaubert sich einfach mal ihr Sprungfeld. Sie hat sie nicht gebeten, den Schmetterlingen in den verbotenen Wald zu folgen. Sie ist ja nicht gerade mutig. Ah ja. Sag sie doch ins Gesicht. Sammlung aktualisiert Behausungen. Okay. Revelio. Und auch da kommen wir leider nicht rein. Aber da ist eine Aufgabe. Hier ist auch noch irgendwo. Spinnenglieder. Anscheinend hat jemand die Glieder der Acromantula aus Profitgründen gesammelt. Das mag lukrativ sein, wenn man bereit ist, sein Leben zu riskieren, um sie zu beschaffen. Okay, sehr interessante Sachen hat er hier auf jeden Fall. Guck mal, Kleidung, Brillen, Puppen, Nähmaschine. Und generell ein süßer Ort, oder? Klein, aber fein. Warum ist hier denn eine... Achso, ja klar, wegen dem Blumenhändler. Ich meine, wegen dem Mosa Tentacula. Darf ich die ernten? Sehr schön. Oh, die Häuser sind auch knuffig, oder? So ein bisschen wie so Hobbithäuser mit diesen ganzen Überwucherungen und so. Ich kann Milos Tochter nie mehr in die Augen sehen. Gut, dass es Auroren gibt. Mehr sag ich nicht. Okay. Ich bin gespannt. Mächtiger als die dunklen Künste? Vermutlich nicht mal die Liebe. So. Ja, hallo? Hallo? Und reden oder Tee trinken? Das ist die Frage, ne? Kann ich Ihnen bei etwas behilflich sein, Mr. Adley. Edgar Adley. Und nein, ich glaube nicht. Milo und seine verrückten Pläne. Milo? Er war mein Freund. Hatte vor ein paar Tagen einen genialen Plan für ein paar schnelle Galeonen. Ich sollte ihm nur in den verbotenen Wald folgen. Hätte ich gewusst, dass er Gift von einer lebenden Acromantula besorgen wollte. Ach, armer Milo. So ein Ende hat er nicht verdient. Ja. Also sagen wir mal so, wenn er jetzt hier seinen Freund, ohne ihm zu sagen, was er wirklich im verbotenen Wald wollte, mit reingerissen hat, dann hat er es halt irgendwie verdient, oder? Weil stell euch mal vor, er wäre gestorben. Er ist das Risiko ja bewusst eingegangen. Aber trotzdem, für ihn ist es schlimm, er hat einen Freund verloren. Es tut mir wirklich leid, das zu hören. Ah, danke. Ich kann gar nicht daran denken. Milos Leiche noch in der Höhle mit dem Flüchtigen. Der Flüchtige? Ah, Milos Name für die Acromantula. Er hatte ein Gespür für Dramatik. Als er starb, bat Milo mich, seine Taschenuhr mitzunehmen, ein Erbstück. Damit seine Tochter etwas hat, das sie an ihn erinnert. Aber ich bin geflohen.
Warum sollte man für Spinnengift sein Leben riskieren? Als Zaubertrankzutat ist das Akromantula-Gift sehr wertvoll. Vor allem, weil man es, wie der arme Milo bewiesen hat, von einer lebenden Akromantula unmöglich bekommt. Wenn ich Zeit habe, kann ich nach dem Erbstück suchen, Mr. Adley. Sie können nicht zur Höhle der Akromantula gehen. Das wäre Ihr Tod. Bitte, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Das Symbol links. Wo könnte diese Akromantula-Höhle sein? Das Bild sah schon so eklig aus, ne? Ich sag einfach gar nichts. Wartet mal eben, ich hab grad wieder. Ich hatte gerade ein Haar auf der Nase. So. Ja, natürlich machen wir das. Aber, das Bild sah sehr eklig aus. Finde die Höhle des Flüchtigen. Das ist ja die Spinne, ne? Nicht irritieren lassen. Was? Hier runter? Okay, Spiel. Ich vertraue dir. Moment, das ist die... Ach, im verbotenen Wald. Ja, ja, es macht schon Sinn. Das wurde auch so gesagt. Das... Meine hier? Nee. Was? In einer alten Ruine südöstlich von Arranshire habe ich einen Brunnen gefunden, aus dem eine Stimme kam. Das sollte ich mir genauer ansehen. Also ich habe den Brunnen jetzt nicht gesehen, aber okay, wenn wir den Brunnen... Dann sehen wir uns den mal näher an, oder? Danke, Schmetterlinge. Okay, klar. Da oben. Nicht, dass da jemand in den Brunnen gefallen ist oder so. Ja gut, verbotener Wald, das passt natürlich gut mit unserem Hogsmeade-Ausflug für die Alraunen. Das können wir dann natürlich schön verbinden, aber die Stimme habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Hallo? Zauberstab bereit. Oh. Entschuldigung. Noch eine Merlin-Herausforderung. Gibt echt viele davon, hä? Dunkler Kräuterkundlerhut. Oh, das sieht ja süß aus. Gucken wir uns alles nochmal gebündelt an. Okay, Merlin-Herausforderung. Hier ist die Karte auch vorbei. Sieht man unten gut auf der Minimap. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ja, ich denke mal nichts so Schwieriges. Außer wir können es halt nicht lösen. Versuch gerade die Kugel ausfindig zu machen. Ja, ja, ihr Banditen da oben. Ich höre euch da schon, ihr Wilderer oder so immer ihr seid. Ich komme schon noch zu euch, keine Sorge. Aber erstmal die Kugel. Revelio. Hier ist sie nicht, oder? Nee, da geht's auch gar nicht hoch. Okay. Unten macht eigentlich keinen Sinn. Die müsste eigentlich wieder von oben runterrollen. Gehen wir mal nach oben.
Das ist der Brunnen. Ah ja. Ach hier. Ja, sofort. Hallo? Moment. Aus diesem Brunnen kommt eine Stimme. Jetzt habe ich sie auch gehört. Für Leute, die die Breath of the Wild Rätsel gelöst haben, ist das sehr simpel. Da muss ich mich gerade ein bisschen dran erinnern. Damit wäre das erledigt. Nice. Ja, Breath of the Wild war ja auch sowas, ne? Mit Steine schleudern, mit Physik, mit dem Einfrieren und dann treffen, damit die Kugel dann fliegt, mit dem Controller drehen. Das waren, also Breath of the Wild hatte echt harte Rätsel. Womit ich dir nicht schlecht reden will, aber Breath of the Wild war schon echt knackig. Sehr geiler Soundtrack gerade übrigens. Hallo? Magischer Brunnen. Können Sie mir helfen? Ist da unten jemand? Da unten? Wie bitte? Ich bin hier. Hier ist überhaupt niemand außer mir. Irgendein gedankenloser Narr hat einfach ein Stück Pergament in mich geworfen und es steckt fest. Könnten Sie es bitte nehmen? Es ist eine Schatzkarte. Zwei Ruinen über eine Brücke und dann in einem Baum. Scheint eine Art Karte zu sein. Danke, danke. Schon viel besser. Ich hoffe, die Karte leistet Ihnen gute Dienste. Zumindest bessere als mir. Ernsthaft? Wow. Wow. Okay, ein Lager hier oben. Das wird ein Riesenspaß. Oh Mann. Mehr kannst du nicht. Incendio. Protego. Ach hier. Wie ermüdend du bist. Incendio. Ich dachte, du könntest dich behaupten. Eieieiei. Komm mal her. Eieiei. Hat die einfach mal hier so ein Dings beschworen? Ich glaub's nicht. Protego. Wow. Denk mal dran, ja. Kräuterkunde 1, aber trotzdem würde ich ganz gerne hier noch den Rest besiegen. Entwaffne ein Panzer. Das ist ein Blitz. Was? Was ist denn mit einem Panzer? Das heißt nicht, wohin Erinnerungen gehen? Auf die Knie.
Das wirst du noch bereuen. Das wirst du bitter bereuen. Du bist ziemlich leicht. Na, schwarz. Schau mal nach oben. Expulso. Was hältst du denn von Elektrik? Expulso! Super! Akio! Nur so! Also! Expulso! Expulso! Ringo! Dann Ringo! Expulso! Super! Heieieiei. Das muss ich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. Schließe Duellleistungen ab. Yay. Aber wow. Es war ein schwerer Kampf und er hat verdammt viel ausgehalten. Finde den Schatz anhand der Brunnenschatzkarte. Ja. Revelio. Okay, die sind hart am Klauen von Chat. Aufmachen. Kann das sein, dass die einfach mega die Plünderer sind? Das ist ein Hogwarts-Teppich aus dem Gemeinschaftsraum Gryffindor, sehe ich doch direkt. Die klauen einfach alles. Tiere, Kunstwerke, Menschen. Oh, der sieht ja süß aus. Alles klar. Teller, Stühle. Die lassen ja wirklich alles mitgehen, wow. Das muss ich Sebastian erzählen. Oh je, ich hoffe, da läuft nichts, was wir nicht mitbekommen. Gut, weil ich vertraue Sebastian auch noch nicht so hundertprozentig. Kampf. Oh Gott. Halloween-Kürbismaske. Wir haben erstmal den Offiziershut bekommen. Ist ja auch ganz cool. Okay. Joa, schöner Umweg. Wo die Schatzkarte uns jetzt genau hinführen soll, diese Doppelruine sagt mir jetzt gar nichts tatsächlich. Wir haben hier auch ganz viele Merlin-Rätsel nicht gemacht, ne? Wie viel von dem Kraut haben wir noch? 8. Ja, locker. Und im Raum der Wünsche wartet ja auch wieder was auf uns, ne? Da habe ich ja schon mal gesagt, müssen wir dann eh bald nochmal hingehen, dass wir da regelmäßig unsere Vorräte auffüllen. Aber wo genau uns jetzt die Schatzkarte hinführt, weiß ich nicht. Müssten wir da mal gucken. Da kamen wir nicht rein. Was ist das hier? Das? Revelio. Herausforderung freigeschaltet, Landeplattform. Okay, also können wir auf so Plattformen landen. Als Herausforderung. Mhm. Okay. Ja, welche Ruinen genau gemeint waren mit der Schatzkarte, weiß ich jetzt nicht. Aber das machen wir dann später, wenn wir... Oder? Sollen wir uns da jetzt noch umsehen? Ich bin mir so unsicher.
weil mir der Ansatzpunkt ein bisschen fehlt und ich jetzt auch nicht nochmal in Richtung Süden arbeiten will. Okay, das ist wieder das eine, die wir nicht lösen können, glaube ich. Hier kämpfen Spinnen gegen Frösche. Lass nochmal kämpfen. Auf nach Hogsmeade. Ciao. So, jetzt weiß ich nicht genau, wie wir das an... Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Hogwarts? Das sag ich jedes Mal. Jetzt weiß ich nicht genau, wie wir das am cleversten machen. Gehen wir jetzt erst zu Pippin? Oder gehen wir erst zu unserer Kräuterverkäuferin? Ich sollte bald etwas wegen der offenen Stelle im Ministerium hören. Ich habe mal... Letzten Montag geschickt. Scheitern ist auch nur das Gute. Oh. Oh, hallo! Jetzt aber aufgepasst! Ich habe etwas gekauft, das die Vogel Laute nennt. Einfach herrlich, was? Tatsache, jetzt hat er drei Instrumente, es werden immer mehr. Das hat drei Instrumente. Oh, das wird super. Mal schauen, wie viele der am Ende haben wird. Wir werden ihm natürlich immer seine Spenden geben. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Okay, er verkauft natürlich gar keinen Alraun, ist klar. Grüne Sachen sind natürlich aus Prinzip zu schlecht, ne? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Garantiert. Aber Rezepte hat er nicht mehr, ne? Also Rezepte haben wir alle gekauft. Okay. Oh, voll beladen, der Schüler. Diesen Weg solltest du doch meiden. Das kennen wir schon. Von Schnabel und Brut sagte, jemand hätte hier einen Derrick Hall verloren. Ich weiß, dass wir da nicht lang gehen sollen. Ich dachte nur... Du hättest uns viel Ärger einhandeln können. Es tut mir leid. Sie sagte, ich könnte eine Belohnung verdienen. Doch ich habe nur unsere Zeit verschwendet. Da bist du ja. Super. Endlich habe ich genug für den Windhauch. Ah, es soll wohl nicht sein. Außerdem habe ich vielleicht einen Mülleimer umgeworfen. Nun gut, ich bring's in Ordnung. Wie immer. Ja, wir werden noch eine Menge Spaß haben. Okay, dann gehen wir uns jetzt mal Alraunsamen kaufen, oder? Alraunensamen. Hogsmeade. Finde den Schatz anhand der Brunnenschatzkarte. Ich hoffe, Sie suchen nicht gerade einen Knöterichzweig, denn ich weiß nicht, ob ich welche vorrätig habe. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Alraunensamen, Samen des chinesischen Kaukohls, Samen der Venemosa Tentacula. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Das ist so cool gemacht einfach. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Hm.
Danke, Beatrice. Schön. Dann würde ich jetzt Folgendes machen. Das macht doch wahrscheinlich am meisten Sinn. Wir haben ja nun mal jetzt auch noch eine Aufgabe im verbotenen Wald. Das ist doch richtig, oder? Ja, Aufträge. Stufe 30. Ich muss die Höhle des Flüchtigen finden. Sie befindet sich angeblich im verbotenen Wald im Nordwesten von Hogsmeade. Das würde ich schon gerne beim nächsten Mal probieren. Zumindest mal probieren. Wobei andererseits, guck mal hier, da haben wir auch komplett neuen Ort nochmal. Upper Hogsfield. Ja, dann lassen wir das, oder? Doch, wir machen das. Bevor wir mit der Hauptstory weitermachen, machen wir das. Aber was ich machen würde, wäre Karte von Hogwarts. Oder ist das ein eigener Bumper? Geheime Räume. Raum der Wünsche. Denn dann können wir einmal schnell ernten, die Alraunen anpflanzen. Ganz ehrlich. Ach, shit. Kleiner Topf. Dip da mal Alraune. 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 Finde ich cool. Ne? Dann machen wir es nicht so, dass wir uns die kaufen, sondern wir machen uns die selber. Das ist schon genial. So. Ja, machen wir die 30er Aufgabe, machen wir die 30er Aufgabe nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Machen wir es so. Ich werde hier jetzt warten, bis die 9 Minuten rum sind. Wir starten dann beim nächsten Mal durch und werden direkt die Alraunen ernten. Und ja, probieren das dann einfach mal. Wir kämpfen uns mal ein bisschen durch den verbotenen Wald. Setzen da dann auch, wie in unserer Hausaufgabe verlangt, die Alraunen ein. Und werden dann sehen, ob wir es schaffen gegen die Spinne zu kämpfen oder nicht. Wenn es nicht klappt, dann lassen wir es, machen die Hausaufgaben fertig und machen ein bisschen mit der Story weiter. Und wenn wir es schaffen, warum nicht? Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Könnte eklig werden. Achtbeinig, groß,
widerlich. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Hogwarts Legacy. Ciao.